gefehlten Hund. Wie ist er denn? Oh, guck mal da. Der ist hochgegangen zum Schlafen. Na, guten Morgen. Ja, guten Morgen, meine kleine Quietschmaus. Hast du schon geschlafen? Bist du nach oben gegangen? Das ist ja ein Ding. Hm? Ja. Die kann man auch schön schlafen, ne? Ja. Der ist schön ruhig, da schnarcht keiner. Ne? So. Huh, du rutschst gleich runter. Strick. So, kommst du mit? Kommst du mit runter? Huh. No, was ist los? Na komm. Komm, wir gehen runter. Der ist hier oben noch ein bisschen unsicher, wie er guckt. Aber Wahnsinn. Ja, komm ruhig. Dort, Hallöchen. Eieieiei. So. Na, noch einer. Ne, kein Bock. Nur dann bleibst du halt. Tja, da hat der kleine Chris heute mal oben geschlafen. Das hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Schönes Wetterchen. Ding, 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 ding. Der ist aber noch nicht fit.
Hui, sehr elegant. Ja. Wo geht es hin? Wie du schnarchst so laut. So. Chris hat sich dann nach oben verzogen. Wahnsinn. Naja, da bin ich aber gespannt. Dann lassen wir es erstmal dabei und die Auflösung, welche Rassen in Chris stecken, die gibt es ja dann auch noch heute. Das machen wir dann später. Gibt es dann als Videoverlängerung. Bis später. So. Wir haben Dienstagabend und es ist soweit. Es soll jetzt aufgelöst werden. Ihr habt ja fleißig mitgeraten, welche Rassen denn so in Chris stecken. Momentan haben wir nur ein Problem. Der Hund ist weg. So, also hier alles leer. Das heißt, Chris fehlt. Und hier auch alles leer. Das heißt, Robby ist auch nicht da. Ich weiß nicht, ob die irgendeine wilde Verabredung oder eine Party haben und ausgegangen sind. Aber dann müssen wir mal eine Runde suchen gehen. Ui. Da sehe ich was. Da sehe ich was. Da liegt einer. Hallöchen. Na? Du bist platt. Dann gucken wir mal, wo der andere ist. Also ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Seit dem Abendessen nicht mehr. Ich gehe mal stark davon aus, der wird wieder oben liegen. Ich weiß nicht, warum es dem auf einmal da oben so gut gefällt. Aber die haben ja hier freies Aufenthaltsbestimmungsrecht im Haus. Hui, da ist er. Hallöchen. Ach, und du hast hier schon die Decke geschnappt und hast die unter dich gelegt. Heieieiei. Hallöchen. Ja, Hallöchen, wie geht es dir denn? Bist du hier schön am Entspannen? Ja. Mäuschen, ich habe dir versprochen, dass wir heute deinen Fans sagen, was denn so alles in dir drin steckt. Also, es waren ja extrem viele Ideen dabei, was denn alles so in Chris drin sein könnte. Es ist klar, er kommt aus Rumänien, das heißt, da steckt eine ganze Menge drin. Viele haben geschrieben, da ist ein Labrador mit drin. Dann habe ich ganz oft gelesen, Dackel ist da mit drin. Dann haben wir gehört, ein Herdenschutzhund ist da mit drin. Dann ein Senfhund, also von allem ein bisschen was. Ja, Chris, wollen wir jetzt mal verraten, wer du denn eigentlich bist? Also, und ich rate euch, wenn da jetzt tatsächlich jemand dabei ist, der nicht weiß, welche Rassen da drin sind, die ich jetzt gleich nenne. Googelt euch die Bilder dazu, damit ihr euch das vorstellen könnt. Denn ich glaube, es macht schon Sinn, dass man sich das auch mal anschaut. Denn ich glaube, sonst hat man ein Problem damit, das erst einmal so zu glauben. Also, Chris besteht aus zwei dominierenden Rassen und aus einem dritten, ich sag mal, seinem dritten Bestandteil an verschiedenen Rassen, also an verschiedenen Konstellationen. Der Hintergrund ist ganz einfach folgender. Bei dem DNA-Test werden beide Elternteile bestimmt und das geht dann bis zu 3 Generationen zurück. So, ein Elternteil von ihm, und jetzt kommen wir zur Auflösung, besteht aus der dominanten Hunderasse Basset.
und aus dem kaukasischen Ovtcharka. So, das ist jetzt kaukasischer Ovtcharka. Herdenschutzhund ist halt eben jetzt nicht so besonders. Herdenschutzhunde sind ja über viele rumänische Hunde hergezogen. Aber dass der Basset damit drin steckt und vor allen Dingen ein Elternteil war halt eben ein Mischlingshund, bestehend aus Basset und kaukasischem Ovtcharka. Ja, das ist also allein schon vom Größenverhältnis sieht das lustig aus. Also, das sind die zwei dominierenden Rassen bei Chris, der Basset und der kaukasische Ovtcharka. Das andere Elternteil war eine Promenadenmischung. Da war also extrem vieles mit dabei. Und da liste ich euch mal auf, was da alles noch so gefunden wurde. Und zwar steckt in Chris noch drin der Australian Coolie, der Commodore, der anatolische Hirtenhund, Serra de Estrella Berghund und der finnische Lapphund. Das zum Thema, wer Chris denn eigentlich ist. Genau, das sind jetzt, wie gesagt, so die bis zur dritten Generation, also bis zu den Urgroßeltern quasi, wurde das jetzt zurückverfolgt. Und von der Sache her, wie gesagt, dominierend ist der Basset und der kaukasische Ovtcharka. Das heißt, bei Hunden ist es ja so, dass die dominanten Eigenschaften vornehmlich weitervererbt werden können. Deswegen ist es halt eben so, dass das bei Tierschutzhunden noch immer wieder Sinn macht, die zu kastrieren. Ja, weil wenn sich das natürlich alles immer wieder weitervererbt und weitergemischt wird, dann entstehen da auch irgendwann mal Krankheiten und Probleme, die man dann nicht mehr in den Griff bekommt. Deswegen ist das halt eben bei Tierschutzhunden extrem wichtig, dass sie halt eben wirklich auch kastriert werden. Interessant ist es halt eben, was man noch sagen kann, ist so der Basset und der kaukasische Ovtcharka machen knapp die Hälfte von Chris aus, sind aber halt eben der dominante Teil. Und die anderen Mischlingsbestandteile aus den einzelnen Rassen ergänzen ihn dann halt eben entsprechend. Dicker, was machst du da? Was machst du da? Was machst du da? Ja, was machst du da? Was machst du da? Was machst du da? Deiner Pfote geht's gut. Nur deiner Pfote geht's gut. Ja. Alles gut. Jo. Jo. Also Chris scheint sich tatsächlich jetzt hier oben für den Rückzugsort entschieden zu haben. Was ich auch verstehen kann. Denn unten ist es halt eben tagsüber doch lauter. Also ich will nicht sagen, dass das nervt oder störend ist, aber es ist auf jeden Fall lauter als hier oben. Hier oben ist normalerweise überwiegend ruhig. Es sei denn, ich sitze hier oben in meinem zweiten Büro, ne, und bin am Labern, so wie vorhin. Aber das war für ihn dann auch kein Problem. Er hat dann weiter gepennt. Das war okay. Aber er scheint es hier oben auf dem Kissen echt schön zu finden. Ne? Du findest es auch ganz toll mit dem Treppe hoch und runter laufen. Ja. Also da muss ich sagen, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Was passiert jetzt? Was macht er? Ja, was macht er? Da bin ich echt mal gespannt, ob der jetzt heute hier jetzt auch über die Nacht liegen bleibt oder ob er wieder runterkommt. Ich habe letzte Nacht unten geschlafen bei Robby und Chris aus dem ganz, also anfänglich bei Robby und Chris aus dem ganz einfachen Grund, weil Robby ein bisschen Bauchprobleme hatte. Und da der mich dann nachts regelmäßig rausschmeißt und ich keinen Bock habe, dann von oben nach unten zu rennen, weil der rennt dann durchs ganze Haus, um mich zu wecken. Ich renne dann mit ihm durchs ganze Haus, um ihn raus in den Garten zu lassen. Und danach geht die ganze Chose von vorne los. Also habe ich unten gepennt. Es war aber nichts. Mir ist halt eben, wie gesagt, nur aufgefallen, so gegen 4 oder 3:30, 4 bin ich kurz wach geworden, weil ich halt eben das Getrippel gehört habe. Und das Getrippel kam halt eben von Chris, der dann umgezogen ist. Der ist von seinem Töpfchen hochgegangen hier auf das Kissen und kam dann auch nicht mehr runter. Also der war da anscheinend ganz zufrieden mit. Und im Moment ist halt eben meine Vermutung, entweder hat Robby zu laut geschnarcht oder die Viecher haben zu laut geschnarcht. Sonst schnarcht da hier keiner. Und ich will jetzt keinen blöden Kommentar sehen. Ne?
Ja, Chris. Nein, ich schnarche dich. Das war Robby oder die Fische. Aber müssen wir mal gucken. Wenn ich heute Nacht hier oben schlafe, dann werden wir es ja merken, wenn er dann morgen früh wieder unten liegt. Dann waren es vielleicht doch nicht die Fische. So, also haben wir das Geheimnis um dich gelüftet. Besset und kaukasische Ovtcharka. Und dann halt eben noch eine Mischung aus den Rassen Australian Coolie, Commodore, anatolischer Hirtenhund, Serra da Estrella Berghund und finnischer Lapphund. Ja, du bist ganz schön bunt, hör mal. Da steckt ganz schön viel drin. Ne? Ja, aber Basset, echt jetzt? Ein Basset? Da müssen wir die Öhrchen lang ziehen. Das passt ja gar nicht. Du musst auf die Streckbank. Eieieiei, ein Basset. Diese tiefen, entspannten, unter Drogen stehenden Hunde. Also den Eindruck habe ich immer, oh. Den Eindruck habe ich immer, wenn ich ein Basset sehe, dass die irgendwie auf Drogen sind. So wie die laufen. Er dreht mir den Rücken zu. Das heißt dann wohl, ich soll jetzt gehen. Bin ich zu laut? Ja, ist ja okay. Ich lasse dich in Ruhe. So, dann packen wir mal unsere Rassezertifikat wieder ein. Dann hätten wir das nämlich schon mal geklärt. Jetzt wissen wir wenigstens, mit welchem Hund wir hier das Haus teilen. Ne? Eine bunte Mischung, mein kleiner Basset. Das wirst du nicht mehr los, sag mal. Das wirst du nicht mehr los, mein Freund. Ah, schön. Ah, euch noch einen schönen Abend. Und schöne Grüße vom Basset. Entschuldigung. Nee, ist ja nicht so gemein. Du bist trotzdem ein ganz süßer. Oder gerade deswegen, wer weiß. No? So, gute Nacht.